Diktaturgeschichte zu tun haben und mit diesen Umbrüchen nach 89. Ja, müssen sich jetzt hier neu sortieren und in meinen Augen, vielleicht liege ich da falsch, aber hat sich dieses Kollektiv, ja, wie jetzt zu dieser Wahl nochmal wie gespalten, nämlich in Rot und Braun. Und das finde ich historisch interessant. Das, ja, aber ich würde also, hier das weiß ich von mir, Braun. Ja, ja. Also, das möchte ich gerne sagen. Das geht so nicht, ja, dass Sie sagen, hier Braun. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, ja, mit Ihrer Vergangenheit in der DDR, dann ist das Ihre Sache. Aber alles so einfach hinzudrehen, das ist so dass die Leute in der DDR, ich sag mal, rechts sind, extremer sind. Es ging um Radikalisierung. Also radikaler sind, das kann ich nicht so sagen. Sondern diese Leute haben einen ganz anderen Sozialisationshintergrund. Und vor allen Dingen, sie haben auch Erfahrungen nach der Wende gemacht, wie wir sie im Westen eben nicht gemacht haben. Und aus dieser Erfahrung heraus reagieren sie anders. Sie haben ein ganz anderes Sensorium, als wir das beispielsweise haben im Westen. Sie merken nämlich, wenn sich Veränderungen in der Gesellschaft manifestieren. Wenn man nicht mehr seine Meinung sagen darf, wenn über einem hinweg regiert wird. Und dann sagt man, das hatten wir doch alles schon mal damals. Und das wollen wir heute eben nicht mehr haben. Also ich will mal hinschauen auf ein paar Werte, Frau Wagenknecht. Vielleicht helfen die uns auf.